So, ich hatte gesagt, wir wollen mal eine Wechselschaltung aufbauen. Ich lasse jetzt mal die Spannungsquelle noch erstmal weg. Das Verdrahten ist als solches nicht schwer. Wir hatten ja, ich hatte ja vorgeschlagen, fangt mit den Schaltern an. Und das Schöne ist an den Umschaltern, man sieht hier richtig, wie der Strom durch Metall, hier unten ist es verbunden, fließen kann. Und damit fangt ihr an. Dann sagt ihr so, von dem einen Schalter muss ich zu meinem Verbraucher, in diesem Fall ist es eine Lampe, wir wollen ja im Allgemeinen durch eine Wechselschaltung auch eine Beleuchtung steuern. Und dann gucke ich wieder auf meinen Plan und sage so, okay, und von da aus zur Spannungsquelle. Ich hatte schon mal im anderen Video gesagt, Leute, achtet immer drauf, dass ihr blau als Minus, hier ist der Minuspol, bezeichnet. Weshalb ich hier so viele Batterien habe, das liegt daran, dass ich die in Reihe geschaltet habe. Ich werde da nochmal einen Link ins Video machen und darauf aufmerksam machen, weshalb man die in Reihe schaltet, damit man nämlich die Spannung erhöhen kann. So, und dann hatte ich gesagt, grundsätzlich gucke ich wieder auf meinen Schaltplan, was habe ich noch nicht verbunden? Na, diesen Teil des Schalters. Und man sieht hier das schön auch mit dem Schaltbild. Hier ist der eigentliche Kontakt dafür, wohin dann mein Schaltschwengel zeigen wird. So, und von da aus zurück zur Spannungsquelle und dann wollen wir mal sehen, ob hier irgendwas leuchtet. Ach, es geht schon los. Na gut. Warum? Ich kann das nochmal überprüfen. Also baut Schaltungen nicht einfach ohne Plan auf. Macht euch erst einen Plan, fahrt den mit dem Stift ab. Warum? Der Strom fließt hier los, fließt durch dieses Stück Metall, kommt auf den Metallkontakt, hier durch das Kabel, hier wieder Metallkontakt zum Schaltschwengel und weiter zum Verbraucher, zu meiner Lampe, durch die Lampe durch, wenn sie heil ist, leuchtet sie, und zurück zur Spannungsquelle. Das war das, was wir wollten. Jetzt nehmen wir mal an, hier ist der Anfang eines Flurs und das Licht leuchtet. Und ich sage, oh, das Licht leuchtet, na schön. Ich gehe durch den Flur durch und schalte aus. Jetzt kommt wieder einer von hier und sagt, oh, ich möchte ja gerne im Flur Licht haben, das ist so dunkel. Dann schaltet er das Licht an. Dann geht er durch den Flur durch und sagt, damit es nicht umsonst brennt, schalte ich es wieder aus. Jetzt kommt wieder einer von hier, schaltet wieder an. Geht durch den Flur, schaltet wieder aus. Jetzt kommt einer von hier wieder zurück, möchte wieder durch den dunklen Flur, schaltet an, geht durch den Flur, schaltet wieder aus und so weiter und so fort. Ich hoffe, ich habe es verständlich erklärt. Ich mache das Video jetzt erstmal dicht.